Ballgefühl bewiesen die Aufstiegshelden des VfB, die 1990 den Sprung in die zweite Bundesliga geschafft hatten, beim Wiedersehen in Oldenburg. 25 Jahre nach dem sensationellen Sprung in den Profifußball schwelgten der damalige Spielertrainer Wolfgang Sittger und seine Kollegen beim Treffen am Sportpark Donnerschwee in Erinnerung. Mit dabei waren auch Rainer Jahn, Christian Klaasen, Carsten Linke, Holger Drieling, Jörg Wawischiniat, Frank Meyer, Thomas Möller, Klaus Baumgart, Christoph Zajac, Paulo da Palma, Thorsten Langheim, Edgar Zoller, Wladislav Hanke und Dr. Albrecht Glüse.